Hi und willkommen zur 10. Folge Pegasus Azubi TV. Long story short. Zum Jubiläum der 10. Ausgabe Azubi TV möchte ich euch heute einen Rückblick meines ersten Ausbildungsjahres zeigen. Aber das, was ihr noch nicht gesehen habt bei Azubi TV, sondern nur auf unseren Social Media Kanälen gepostet wird. Ich war bei einigen Weiterbildungsveranstaltungen, wie zum Beispiel dem Typo 3 Camp in Dresden. Dort war ich mit Rico, Michi, Anke und Jörg. Da kann man sich natürlich sehr viel um Typo 3 informieren, Neuerungen anhören, Updates, Extensions, Ideen. Dort kann man sich aber natürlich auch andere Vorträge von anderen Leuten dort anhören, also anderen Teilnehmern, die andere Themen umfassen, wie zum Beispiel Webdesign oder wie wasche ich meinen Hund richtig und solche Themen. Zum Thema agilen Arbeiten haben wir selbst hier bei uns ein kleines Netzwerktreffen organisiert, um einfach generell zu informieren, was ist agiles Arbeiten, wie arbeiten wir agil und auch sich mit den anderen Leuten auszutauschen, wie sie agiles Arbeiten umsetzen oder einfach nur darüber zu sprechen, was ihre Meinung dazu ist. Der Firmenstaffellauf letztes Jahr war eine gute Möglichkeit, auch unser sportliches Können unter Beweis zu stellen. Vorher gab es natürlich ein kleines Fotoshooting, um uns gegenseitig alle nochmal zu motivieren. Natürlich designt ein Mediengestalter nicht nur. Er muss wissen und auch verstehen, welche Prozesse beim Drucken ablaufen. Aus diesem Grund habe ich die Möglichkeit bekommen, ein Praktikum bei der Druckerei Manat in Aschersleben zu machen und dort mein Wissen, was ich in der Schule gelernt habe über Farben und Drucken in vielen Variationen und Ausführungen und Arten, abzugleichen und dort mein Wissen zu erweitern und das Ganze auch mal in echt zu sehen. Durch Corona sind wir teilweise ins Homeoffice gewechselt. Das ist aber kein Grund, nicht produktiv zu sein und die Ausbildung schleifen zu lassen. In dieser Zeit habe ich wirklich sehr viel gelernt und festgestellt, wie gut wir miteinander kommunizieren und arbeiten können, ohne im selben Büro zu sitzen. Wir haben ganz normal unsere Dailies abgehalten und unsere Termine per Videocall wahrgenommen. Am Ende des Tages gab es eine Art Roundup, wo wir über den Tag gesprochen haben oder eine lustige Geschichte erzählt haben. Nach einigen Monaten sind wir dann auch wieder zurück in die Agentur gekehrt. Ein Hoch auf die Digitalisierung! Was mich besonders neben meinem Abschluss des ersten Ausbildungsjahres als Mediengestalter gefreut hat, war, dass ich so viele von euch da draußen begleiten durfte, seien es Werkstudenten oder Praktikanten. Wir haben sehr viele kreative und große Projekte zusammen entwickelt, worauf ihr auch alle wirklich sehr stolz sein könnt. Und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, dass ihr euch immer bei uns für ein Praktikum bewerben könnt unter der E-Mail schneider@pega-sus.de. Die findet ihr aber auch auf unserer Webseite. Das war's auch schon mit der 10. Folge Pegasus Azubi TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Ähnliches habt, stellt sie uns gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr mehr Content von uns sehen wollt, neben Azubi TV, dann folgt uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mein Format Long Story Short noch nicht kennt, werde ich euch das da oben verlinken. Vielleicht sieht man sich ja mal in der Agentur, irgendwo draußen, als Praktikant oder Werkstudent. Und bis dahin, immer schön kreativ bleiben!